Moinsen, Woni. Moinsen, Schnuggi. Moinsen, Leo, was machst du da mitten auf dem Weg? So, es geht los. Gassi gehen. Wir sind ja nun hier Hundeeltern. Letzter Tag. Heute Morgen. Das gibt es ja auch bei Marie zu sehen auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, wann Leo uns geweckt hat. Ne? Katastrophe. Das letzte Mal, dass ich das hatte, war, als Ash mich nachts geweckt hat. Als Baby. Und nun ist es wieder soweit. Hey, riechst du an deiner... Na egal. Wollen wir die Jacken lieber hier lassen? Das ist jetzt echt ein bisschen wärmer, ne? Ich kann die ausziehen. Das ist ja mal ganz anders mit Leo, ne? Also der Sprint eben schon mal, der reicht schon für den ganzen Tag eigentlich. Wir könnten direkt wieder umdrehen. Und es ist so, wie du gerade gesagt hast, gehen, anhalten, gehen, anhalten, gehen, anhalten und so weiter. Und er zieht ja, ne? Ja, er zieht ja, ja. Und wieder zurücklaufen und die Kamera holen. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar Schritte vor uns. Das kann ich nicht tragen, so wie dreckig wie der ist. Also, Leo macht seine Sache echt gut, ne? Ja, an jedem Baum wird gepinkelt. Leo, hier sind ja ein paar Bäume. Hast du noch was vor dir? Das ist voll lustig. Wieder was geschnüffelt. Irgendwas ist da ja. Dann machen wir weiter. Bereit? Er guckt mich an und sagt so, hä? Was ist das? Soll das? Hier wollen wir? Nochmal pinkeln. An denselben Baum zweimal? Was für eine Verschwendung. Ja, komm. Wir haben noch mehr Bäume. Und jetzt nochmal? Komm, lauf, belassen wir hier, los. Lecker Matsch. Oh, ich rutsche hier schon. Gülle. Ja, Gülle riecht er jetzt hier, ne? Ist hier Gülle schon? Dieses Feld hier wurde frisch gegüllt. Ja, aber hinten eher. Hier, wo wir das finden, ist es nur Rasen. Weißt du was? Ja. Ich könnte mich jetzt hier hinlegen, also Decke aus, hinlegen und schlafen. Schön durch den Matsch durch hier. Ja, jetzt haben wir auch gleich schöne, nasse, dreckige Schuhe. Ja, Leo findet das geil. Oder? Ja. Schnucki, wollen wir weiter? Wir wollen weiter. Leo, komm. Leo, wollen wir weiter? Ha, wollen wir weiter? Komm, nach Hause. Genau, jetzt gibt Hackengas. Wir haben ihn K.O. gekriegt. Ja. Er ist platt. Oder er scheint platt zu sein. Erstmal ein leckerer Energie. Genau. Noch ein, komm, nee. Bisschen Energie. Er hat wieder Energie getankt jetzt. Eine Reise. Ich möchte sowieso nicht übertreiben. Mir nicht gut, übertreiben ist immer schlecht. Soll ich mal auf diese Seite hier? Ich glaube, ich komme hier reden, kann man sagen. Oh Leo, nicht auf die Straße, du. Nicht auf die Straße, komm. Ob man so meine Selfie-Stange sieht? Was ist das denn? Die ist ja zum Glück nicht so groß.
Nein. Was ist denn das hier? Neue Geschwindigkeit? So, an den Hand. Irgendwie habe ich dich falsch angestellt. Ja. Wäre ja, wenn ich Leo mit drauf hätte, ne? Mhm. So, Leo, nach links bitte. Gruppenfoto. Ja, guck mal dahin. Ne? Willst du nicht? Nein. Wollen nicht deinen Arsch mit drauf haben, Mann. Kleine Knutzer und gehen. Okay. Kommt eigentlich mal. So bleibt er stehen. Okay. Kann er nicht mehr. Ist der Junge platt? Mhm. Ist der nicht platt? Wieso hat die gehupt eben? Sie? Das war eine Sie, ja. Es fängt jetzt an zu regnen und wir sind noch nicht zu Hause. Leider ist es auch nicht mehr ein paar Meter. Schön nochmal duschen hier draußen. Ja. Leo, sollen wir mal duschen? Ja, Leo ist auch ein Schweinchen. Den kannst du gleich zu Hause mal duschen, ja, ne? Ja. Und hier, Wohnwagen. Bei uns ist auch Wohnwagen. Stimmt. Wohnwagenstraße. Und wir sind wieder zu Hause. Leo muss jetzt erstmal. Was kriegt er, eine Belohnung? Ja, hat sich hingesetzt und jetzt. Ach, so geht das. Ich habe schon mal versucht, ihm das Ding anzuziehen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Nee, ne? Nur mit Trick. Ja, man muss ihn nehmen. Also. Und weg ist er. Und jetzt macht er da oben alles dreckig. Juhu. Da wird Max sich freuen, dass sein dreckiges Hündchen da oben über seinen weißen Teppich läuft. Oh. Oder er kennt den Weg zur Badestelle. Ja. Jetzt guck mal hier, Marie hat ein Baby auf dem Arm. Oh, süß, ne? Guck mal. Ich habe ihn gerade gewaschen. Ihr glaubt nicht, wie dreckig er war. Da war so viel Sand im Waschbecken. Ich hatte so ein bisschen Angst gehabt, dass er irgendwie Angst davor hat, aber das ging. Das kennt also, er doch schon, ich habe ihn mit Leckerlis bestochen. Vor allen Dingen, er hat ja auch ein bisschen Fell, ne? Also das ist ja wie so ein Feudel, der da draußen durch die Straßen total, läuft. Es war alles dreckig. Wirklich. Und heute bist du sauber. Wir müssen ja nur campen. Mal ein Gruppenbild machen, schnell. Guck mal in die Kamera. Lach mal. Er kann nicht lachen. Süß, wieso lachen eigentlich Hunde nicht? Hm. Soll ich mal ein bisschen kitzeln? Nein. Das findest du auf andere Art gut, ne? Ja. Oh, guck mal, die Augen fallen schon zu. Mhm. Gute Nacht. Und der ist weg. Ne, und dass er wieder wach. Und jetzt gibt es das leckere Brot hier. Das habe ich heute Morgen um 5 gebacken, weil Leo uns da geweckt hat. Oder war es 4:30? 4:30, ne? Aber da ist immerhin mal hier so ein ganz leckeres Brot bei rausgekommen. Darf ich das? Hm. Oh, das sieht so geil aus. Wie viel möchte ich bereit haben? Ne? Wie viel soll ich denn? 3, 4, 5? Oder sieht so schnucki. Hm. Ich glaube, Leo hat Hunger. Mhm. Also ein Essen da. Beobachtet uns hier beim Essen. Gerade mal da gelegen. Na Leo, was ist das hier?
Endlich spielt einer mit ihm. Ja, endlich mal, ne? Halt, da fehlt noch was. Guck mal hier, diese, was du hier auch immer reinstellst, oder? Die sind ja voll rein, das sind nicht die Würstchen, oder? Die Würstchen habe ich nicht bestellt. Der ist ja noch ganz nass hier. Ja, ich muss ihn gleich kehren. Also normalerweise müsste man ihn eigentlich. Ach, Leo, du bist ja noch nass. Ich glaube, er wird gleich mal kochen oder rein. Ja, gut gemacht. Also ich kenne mich ja mit Hunden nicht so gut aus, ne? Aber manchmal glaube ich, das ist eine Katze. Wenn man das sieht, wie der so hier auf das Ding da losgeht, wie eine Katze. Ups, geschnappt, geschnappt. Guck mal, was ist das? Oder ein Zirkushorn. Leo, bist du irgendwann aus dem Zirkus entsprungen? Und du beißt mir bloß nicht die Finger ab. Oh, jetzt kann ich richtig ziehen, ne? Das ist eine Katze. Ganz klar. Leo, die Katze. Draußen scheint übrigens mal wieder so ein bisschen die Sonne, so ein kleines bisschen. Also immer Regen, Sonne, immer hin und her. Es gibt auch nur irgendwie, ich weiß nicht, Januar, Februar, März, April, Oktober, November, Dezember. Vielleicht auch noch zwischendurch mal ein bisschen mehr Sonne oder so, aber irgendwie ist das ja, na gut, vielleicht ist das auch normal. So, unser Kätzchen tobt hier die ganze Zeit mit diesem Dings. Was auch immer das ist, so ein Raschelteil. Na Leo? Das ist ja richtig fest, ne? Gibst du das nicht her? Auf keinen Fall, ne? Und ab! Mal gucken, ob er das auch wieder zurückschleppt. Sieht nicht so aus. Doch, er kommt. Leo, komm. Leo, hier. Hört aufs Wort.
Ich soll mit ihm spielen. Okay, spielen wir eine Runde. Mäh. Ach nee, was ist denn das? Ein Löwe. Leo, du kannst richtig gut Männchen machen, ne? Und gucken. Na komm hoch. Männchen. Dass der gar nicht rückwärts irgendwie Übergewicht kriegt und rückwärts umfällt, ne? Und schon geht's an die Arbeit. Wir sitzen jetzt hier bei. Was war denn das? Müde. Ciao. Soll ich mal Tschüss sagen? Kommst du nicht wieder? Sag Tschüss. Tschüss.